Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper und es geht wieder los. Jetzt werdet ihr sagen, geht wieder los? Die waren doch gerade erst weg. Ja, aber jetzt dürfen wir endlich in Urlaub. 3 Tage haben wir Urlaub, Wochenende packen wir ran, 5 Tage Entspannung. Wo es hingeht, das werden wir euch erklären, wenn wir in der Wedemark sind. Und solange genießt erstmal das Intro. Endlich, wie gesagt, wieder auf Reisen und wir sind angekommen in der Wedemark und jetzt müsste der Stefan mir mal zeigen, wo mehr Platz ist, da oder da? Vom Bild her? Da. Das heißt, da blenden wir euch mal die GPS-Koordinaten ein, damit ihr einfach mal wisst, wo dieser Platz ist. Es ist ein Wanderparkplatz, den werden wir euch morgen früh einfach mal zeigen, weil ich davon ausgehe, dann ist er leerer, es sind tatsächlich Leute da. Und ja, wir sind wieder unterwegs. Wir wollen nach Duisburg. Wir wollen auf jeden Fall nach Rech, weil wir Wein brauchen. Und was wir noch so alles wollen, das wissen wir gar nicht. Der Plan ist auch, den Teddy nebenbei zu finden. Mal gucken, wo der sich rumtreibt. Denn der ist nämlich seit gestern auch unterwegs. Ja, jetzt sind alle unterwegs. Und jetzt haben wir erstmal geräumt. Und jetzt werden wir was zum Essen machen. Und nach dem Essen wird Stefan vielleicht noch das eine oder andere erzählen oder nicht. Seid gespannt. Ich bin's auch. Auch von meiner Seite natürlich ein ganz herzliches Hallo hier auf unserem Kanal. Und ja, wir haben jetzt gerade schönen Abend gegessen. War ein ganz einfaches Abendessen, also ein paar Würstchen und dazu Brötchen dazu. Also einfach mal was Schnelles für den Abend. Wir haben morgen so ein kleines bisschen was vor. Wir wollen morgen sozusagen uns ein paar, ja, ich sag mal, Autos angucken, Fahrzeuge angucken, denn wir wollen ja auch in näherer Zukunft uns ein neues Fahrzeug zulegen. Das heißt, wir müssen auch mal anfangen, ein bisschen zu gucken, was für Fahrzeuge gibt es eigentlich auf dem Markt und was gefällt uns dort. Daher sind wir morgen hier in Isernhagen bei Caravan Tierge. Die haben Pössl und auch noch ein paar andere Hersteller. Da wollen wir uns mal ein bisschen beraten lassen. Das müssen wir einfach mal gucken, was da so morgen passiert. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Fahrzeug mal vorstellen in einem Extra-Video. Das werden wir morgen einfach spontan dann auch sehen. Und ansonsten, ja, für heute Abend passiert hier nicht mehr sehr viel. Wir werden uns jetzt ein bisschen, ja, in Ruhe fertig machen fürs Bett. Werden noch einen schönen Film gucken. Den Abend, ja, ganz gemütlich ausklingen lassen. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Also, beziehungsweise gleich schon wieder nach der Uhr und wie das so gewohnt ist, sage ich mal. Bis dahin, bis morgen früh. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, frisch, fröhlich. Ja. Munter. Wir haben es viertel nach neun, 9.15 Uhr. Für alle Regionen haben wir die richtige Uhrzeit. Und wir sind schon sowas von fertig. Wir sind um 7 schon wach gewesen. Ja. Lecker und ganz langsam gefrühstückt. In Ruhe gefrühstückt, genau. Und dann haben wir uns fertig gemacht. Ne? Man sieht, wir sind wieder gestylt. Also wir haben hier auch die Sonne genossen, aber es ist jetzt gerade mal wieder eine kleine Wolke davor. Aber das stört nicht. Ist nicht schlimm. So soll das Wetter ja die ganze Zeit sein in unseren, naja, es sind nur 3 Tage Urlaub, Wochenende rangepackt. Verlängerten. Genau. Aber trotz allem werden wir das genießen. Es war eine so ruhige Nacht hier. Den Platz haben wir euch ja gestern vorgestellt. Also vor ein paar Minuten, glaube ich, war das dann in diesem Video. Also der ist schon schön. Ein schöner Wanderparkplatz. Man kann wohl hier auch gut joggen. Sind wir jetzt nicht die Spezialisten für. Aber hier gibt es so ein paar Waldwege, wo man gut joggen kann. Zumindest joggen hier andere Leute welche. Ja, und wir werden euch jetzt mal den Platz, so Gott will, von oben zeigen und dann melden wir uns aus dem Auto wieder, denn wir haben ja heute noch was vor. Das berichten wir dann gleich nochmal, wenn wir im Auto sind, denn jetzt soll der Mann erstmal fliegen, ne? Genau. Hui! Thank you.
Tja, ich hoffe, euch hat der Platz gefallen, den wir euch gezeigt haben. Also ich denke mal, das ist schon ein schönes Plätzchen. Da kann Hatten wir man. eigentlich das Fazit gesagt? Welches Fazit? So zu dem Platz? Es war sehr ruhige Nacht, also es war sehr angenehm, ne? Das ist das Problem, dass wir jetzt schon wieder 30 Minuten später haben vom letzten Mal. Gute Frage, ob wir das gesagt haben. Ich würde sagen, ich habe es gesagt. Aber auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, es war ruhig, man hat schlafen können und ihr habt es ja jetzt Genau. gesehen. Wir sind nämlich schon weitergefahren. Wir sind jetzt bei Wohnmobile, Wohnwagen, Karawan, Tierge. Korrekt. Da haben wir ja euch schon mal den Pössl Summit Plus 600 600 Plus Plus, genau. gezeigt. Und jetzt wollen wir uns selber mal informieren. Sie haben ja nicht nur Pössl, Sie haben Roadcar, Sie haben Sunlight, Sie haben da einige Marken. Und wir wollen uns einfach mal so informieren, was denn so geht, was möglich ist. Und tja. Lasst euch einfach überraschen, was wir machen können. Vielleicht können wir ja auch gar keine Fahrzeuge nochmal zeigen oder sowas. In erster Linie sind wir hierher gefahren, um uns zu Und informieren. selbst wenn, würden Sie ja nicht in diesem Video kommen, sondern irgendwas anderes. Das Wir auf werden jeden euch Fall. berichten, wenn wir wieder hier in diesem Auto sitzen, was draus geworden ist. So ist es. Und jetzt gehen wir erstmal rein, nimm unseren Mundschutz und dann schauen Schauen wir wir mal. mal. Das war jetzt ein ganz schön langer Aufenthalt hier bei Wohnmobil, Wohnwagen, Karawan, Tierge. Ja, Wir aber sehr interessant, ne? wurden vom Geschäftsführer persönlich super beraten und wir müssen uns echt Gedanken machen, weil wir haben Ja. wirklich Probleme, was die Kiloanzahl angeht. Wir haben jetzt ein Angebot uns geben lassen, da sind wir bei knapp 200. 3.200, irgendwie ist das. Ja, also bei 3.200 Kilo knapp. Da ist Also das er schon heißt, eingerechnet, aber aber du noch ich nicht. nicht. Das wird dann echt Und auch kein Wasser, ne? kein Wasser. Und da Ja. müssen wir echt gucken, ob es dann doch was anderes wird. Wir haben uns momentan so ein 640er geplant. Genau. Wenn alles Stricke reißen, Dann müssen wir eine Nummer kleiner werden nehmen. wir auf 600er gehen. Das heißt, das wird jetzt mein Test werden. Also wahrscheinlich muss Stefan mich öfters da auf den Kopf hauen, dass ich ein bisschen kleiner werde. Muss Und wir haben auch noch ein zweites Problem, ne? ja, mit der Gas- und Dieselheizung, das ist so ein Dann haben wir Thema. sogar noch ein drittes Problem. Aber das ist auch ein Problem, das müssen wir wirklich schauen. Und das dritte Problem, was ist das dritte? Ja, das dritte Problem ist, wir müssen auch, ich sag mal, zeitnah entscheiden, ob wir so ein Fahrzeug haben wollen Ah und ja. uns im Endeffekt einen, ja, Produktionsslot, Sicher. sichern wollen, ne? Ja, das ist jetzt, das wird es sein, aber das, glaube ich, das wird nicht das große Problem werden, weil wir relativ wissen. Jetzt heißt es nur, jetzt müssen wir gucken, vielleicht gibt es auch noch was ganz anderes, weil wir haben jetzt Sachen gesehen. Wow, weil wir dürfen jetzt nämlich noch ein paar Videos drehen. Das heißt, ihr werdet Noch ein bisschen definitiv, was sehen. beziehungsweise ihr habt vielleicht schon Teile gesehen, weil das wird so ein Ding werden. Super ist das. Ja, dann haben wir gerade negative Nachrichten vom Teddy gehört. Ja, ruf gerade an. Da gehen wir dann gleich, da rufen wir gleich zurück. Ja, die Schwiegermama. Hat sich mit dem Fahrrad hingelegt und ist jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus oder sowas und ich wollte jetzt mal horchen, was da Sache ist. Also mal gucken. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in dieser Reise doch den Teddy nicht sehen, obwohl es geplant war. Wir schauen mal. Ja, auf jeden Fall melden wir uns dann, wenn wir wieder unterwegs sind. Und jetzt drehen wir noch ein paar Videos hier bei Karawantierge. Wow! Das war viel, ne? 4 Stunden waren wir jetzt bei Wohnmobile, Wohnwagen, Karawan, Tierge. Und jetzt haben wir auch endlich unsere Jacken aus. Wir haben jetzt so viele Pössls. Im Endeffekt waren es nur Pössls, die wir heute gedreht haben. Und ein Teil habt Nee, ihr. auch ein anderes Fahrzeug dabei. Ein Aber anderes Fahrzeug war dabei. ja, der Roadcar. Roadcar, Der genau. zur Pössl-Gruppe gehört. Also Ja, das ist klar, aber trotzdem noch andere Menge, andere Marke. jetzt fängt er an. Unfassbar. Ja, auf jeden Fall, das hat uns jetzt riesen Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen informiert, haben nochmal andere Modelle gesehen, Das war für uns ja auch sehr die interessant. wir überhaupt nicht auf Auf dem nicht Schirm auf dem hatten, Schirm ja. hatten. Aber da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was es dann am Endeffekt wird. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal telefoniert. Ja. Also Teddy werden wir in dieser Reise auf jeden Fall leider nicht sehen, Nein. denn Meine die Mutter, die hat sich ja etwas hingelegt mit dem Fahrrad. Gott sei Dank Helm auf. So wie sich das auch gehört, kann man auch nur sagen, Glück im Unglück gehabt. Aber scheinbar ein Teil des Arms, beziehungsweise der irgendwelcher Kugel oder Kapsel oder ich weiß auch nicht so genau, gebrochen, ist auf jeden Fall eingegipst und sie muss auch nochmal unters Messer. Aber ja, das halt.
zum späteren Zeitpunkt, beziehungsweise ja, wird das wahrscheinlich in den nächsten Tagen zwar passieren, aber deswegen können die natürlich auch jetzt nicht mehr losreisen, auch wenn es schön gewesen wäre. Aber sie sind ja Rentner und können dementsprechend, oder fast Rentner, und können dementsprechend ja auch fast jederzeit dann danach losfahren. Naja, ein Tag, eine Nacht oder so waren sie ja wenigstens Genau, unterwegs. immerhin. Was natürlich jetzt schade ist, weil jetzt kommt Christi Himmelfahrt, jetzt kommt Pfingsten, jetzt kommt das alles und Tja. ja, aber wie gesagt, dann können sie irgendwann, wenn sie dann wieder bereit ist, und ich glaube, dann nehmen wir ihr das Fahrrad weg Gesundheit ist wichtiger. und werden sie in solcher Rolle, wie nennt sich das, Schutzfolie einpacken, Ja, solche Knallfolie. Knallfolie, damit da nichts mehr passiert. Ja. Ja, wir werden jetzt zu Famila fahren, weil wir müssen einkaufen. Wir brauchen ja frisches Essen. Genau. Und dann werden wir uns aufmachen Richtung NRW. Da wollen wir hin. Wir wollen nach Duisburg, um es mal genau zu machen. Und mehr sagen wir euch dann, wenn Wenn wir in wir. die Richtung sind, würde ich sagen, oder wenn wir da sind. Genau. Wir gucken einfach. Vielleicht machen wir nochmal eine Pause dazwischen, aber wahrscheinlich werden wir eher durchfahren. Lasst euch überraschen. Das war jetzt ein bisschen anstrengend, das Einkaufen, beziehungsweise das Einkaufen nicht so wirklich, aber das alles in die Truhe reinzukriegen. Ja, das war ein bisschen Puzzlearbeit. Ich hätte jetzt gesagt Tetris spielen, aber egal, macht man ja irgendwie gerne, kennt man ja noch von früher. Ja, er hat gewonnen, weil es alles Ja. reingegangen. Wir haben uns schon mal was fertig gemacht, und zwar Apfelstückchen. Ja, die hätten da nicht mehr mit reingepasst, Deshalb deswegen. essen wir den jetzt auf. Wir haben auch ehrlich gesagt, Wir wollten das ja eh machen, hatten wir vor, also von daher war so geplant. Ja, muss ich gucken, es ist jetzt 15 15, Uhr. Das ja. letzte Mal hatten wir um 7:30 Uhr haben wir gefrühstückt. Also wird noch mal Zeit, dass wir mal was schnabulieren. Und deshalb Genau. dachten wir mal was Gesundes, einen Aber das Apfel. Einkaufen selber war schön entspannt, schön leer hier, Ja. also kann man jetzt nichts sagen. Das war wirklich ganz gemütliches Einkaufen. So, Super. und wir fahren jetzt wirklich in den Landschaftspark Duisburg-Nord. Dort soll es einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz geben. Das schauen wir uns mal an. Den werden wir natürlich nutzen. 226 Kilometer. Ist noch ein bisschen, ja, aber wir haben ja Zeit. Ja, ich starte schon mal das Navi, um einfach mal zu gucken, wie lange wir Und brauchen. ich sag Ja, mal so, wenn können wir 3,5 Stunden. zwischendurch, ja, genau, aber wenn, 2,5 Stunden, genau, Ja. aber wenn können wir ja zwischendurch auch noch mal anhalten, wir können uns Abendessen machen, was auch immer. Also das ist ja sehr flexibel gestaltet bei uns. Ja, genau. Und deshalb fahren wir jetzt los. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Wir sind angekommen, Ja. aber nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Nee, das war plötzlich, ja, wie soll ich sagen, etwas anders. Ist etwas anders gekommen, als wir gedacht haben. Genau da, wo wir eigentlich nämlich hin wollten, das ist noch gesperrt. Ich gehe davon aus, das ist aufgrund von Corona, Kann sein. machen die einfach die Parkplätze noch nicht so groß. Er ist, also wir können morgen dorthin. Wir wollen ja morgen zum Industriepark Duisburg-Nord und wollen euch ja echt schöne Bilder präsentieren. Genau. Und der Parkplatz ist offen, da können wir hinfahren. Ja, wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Jetzt muss ich gucken, ich glaube, da haben wir ein bisschen Platz. So nehmen wir, ne, da so ungefähr, da wo jetzt meine Hände sind. Da Ja. können wir jetzt euch mal einen Platz einblenden. Den haben wir gefunden bei Park 4 Night. Und dort werden wir jetzt hin. Also da werden wir jetzt bleiben. So. Genau. Also es sieht hier ganz nett aus. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Dann könnt ihr euch selbst nochmal ein Bild machen. Ja, ich denke, könnte hier ganz ruhig sein. Genau, was man sagen muss, wahrscheinlich, also für nur bis 3,5 Kastenwagen, ein teilintegrierter, das könnte vielleicht auch noch passen, aber alles, was drüber ist, auf keinen Fall. Naja, mit großem Wohnmobil kannst du hier nicht rein. Das geht nicht. Da wirst du nicht wenden können, also, aber für die, die so ein normales, würde ich sagen, Wohnmobil haben, geht das also auf jeden entweder so Fall ein noch. Pepper oder Ja. halt ein Kastenwagen, das geht ohne Problem, oder halt ein Bulli. So sehe ich das auch. Der Bulli geht, glaube ich, am einfachsten. Aber schaut mal selbst. Was soll man sagen? Das war ein Schlemmen hier gerade. Es war sehr lecker, das Essen. Der Marcel, der blendet euch das auch nochmal ein, wie es vorher ausgesehen hat. Mit zur kleinen Nachspeise hatten wir natürlich noch ein
leckeren Joghurt. Marcel hatte irgendwie so ein Schaummus, irgendwie sowas. Hat ein schönes Glas Wein dazu, natürlich von unserem Weingut, das ist ja klar. Und ja, jetzt ist gerade Wasser am warm werden. Wir werden jetzt gleich noch hier abwaschen. Das gehört natürlich auch dazu, zu der ganzen Arbeit. Aber ja, an sich hatten wir bisher einen sehr schönen Abend. Wir werden jetzt noch das abwaschen und dann hat sich das Ganze erledigt für heute. Und dementsprechend würde ich jetzt dann auch ja, anfangen, gleich abzuwaschen. Und dann, ja, hören wir uns gleich nochmal. Es ist alles abgewaschen. Alles abgetrocknet. Auch so richtig. Und auch alles weggeräumt. Und jetzt haben wir es, sage und schreibe, 8:30. Doch schon, relativ spät. Heute Ja. etwas länger gewesen, aber wir haben alles gemütlich gemacht. Ich wollte sagen, wir haben 4 Stunden, wie gesagt, heute allein bei Carbantierke verbracht. Viele Videos aufgenommen, viel Informationen gesammelt. Es war ein erfolgreicher Tag auch für uns, um einfach mal zu schauen, was gibt es eigentlich für Fahrzeuge. Und ja, im Prinzip haben wir Videomaterial, was auch wir dann uns nochmal in Ruhe angucken können, um uns auch nochmal ja, die Fahrzeuge nochmal Revue passieren zu lassen. Ich wollte sagen, es ist so semi erfolgreich gewesen, weil natürlich auch das eine oder andere traurige eher, Ja. weil wir suchen ja definitiv, wenn ein Fahrzeug mit Dieselheizung und das, was wir uns so vorgestellt haben, so momentan nicht, aber vielleicht. Möglich, genau. Vielleicht gibt es das im nächsten Modelljahr. Das weiß man aber auch noch nicht so genau. Die ganze Welt ist ja durch Corona sowieso durcheinander gekommen. Also genaueres weiß auch noch nicht der Hersteller, denke ich. Na, der Hersteller, der wird schon wissen, weil die haben immer so im Mai, Juni den Wechsel. Das weiß ich ja nun Ja. durch Volkswagen, dass Genau. da immer ist. Aber halt die Händler wissen das noch nicht, weil das muss erstmal alles dann geschult werden. Kundgetan werden, genau. So, damit geht der erste und zweite Tag zu Neige. Ja. Und dementsprechend ist auch hier dann das heute vorbei. Ja. Morgen geht es Richtung Duisburg zum Industriepark Nord. Den wollen wir uns morgen anschauen und das Sind seht ihr wir mal dann. gespannt und hoffen auch, dass das Wetter gut mitspielt und vor allen Dingen auch der Wind nicht so doll ist, dass man nochmal eine Drohne in die Luft jagen Genau, kann. und das seht ihr aber alles erst im nächsten Teil. Solange wünschen wir euch schönen Abend, schönen Morgen und was auch immer. Und wir sehen bei uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge auf. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschö.